Das achte Salzburger Truckertreffen lockte neben begeisterten Lkw-Fahrern auch zahlreiche Besucher an. Organisiert wurde das Treffen vom Verein Salzburger Lastwagenfahrer. Das ist schon das achte für uns. Das achte Truckertreffen, das ihr als Verein organisiert habt. Wo ist denn euer Verein eigentlich beheimatet und was macht ihr sonst so? Wir sind ein eingetragener Verein seit 2009, sind lauter begeisterte Lastwagenfahrer und teils auch Unternehmer, die einfach schon laufend auf Festel gefahren sind, wo wir halt von dem, sagen wir, von dem Flair und von dem Büro so ein wenig angesteckt worden sind, von den schönen Lastwagen. Wir haben unsere Autos alle ordentlich benannt und Ende 2009 haben wir gesagt, ja, unsere Festel werden schon langsam so groß, dass man den ganzen Form und einen Rahmen geben muss. Jetzt haben wir halt einen Verein gegründet und ja, haben voriges Jahr das erste Mal in Obertrum das Festel größer aufgezogen. Rund 90.000 PS waren mit den 180 internationalen Teilnehmern am Gelände von LP Logistik und DPD versammelt. Da ist schon einiges unter der Motorhaube, wie man am Sound unschwer erkennen kann. Dass die Trucker zu ihren Fahrzeugen eine ganz besondere Beziehung haben, sieht man auch an den aufwendigen Airbrushes. Wir haben 180 gemeldete Starter, die eingetragen sind. Das heißt, jedes Fahrzeug, das bei uns anreist, meldet sich an mit Fahrer, Firmenname, Kilometerstand, Baujahr, Fahrzeugtyp, kriegt dann einen Platz zugewiesen und naja, dabei folgt dann halt auch eine Nummerierung zu statistischen Zwecken und ja, sind wir bei 180. Am Samstag nahmen die Fahrzeuge an einem spektakulären Konvoi um den Obertrummer See teil. Auch die Damenwelt interessiert sich offensichtlich sehr für die zur Schau gestellten Trucks und nimmt diese genau unter die Lupe. Fliegen können sie zwar nicht, die Trucks, aber Bungee-Jumping war am Samstag angesagt. Mit dem Schweighofer-Kran ging es bis in 60 Meter Höhe. Da braucht es schon die richtigen Kommandos vom Personenkorb zum Führerhaus. Dass auch Erwachsene gerne wieder zum Kind werden, sah man an den Modellautos, die professionell gesteuert wurden. Ja, viel wurde wieder geboten am diesjährigen Truckertreffen und alle freuen sich schon auf das nächste Jahr. On the road again, gute Fahrt!